Herzlich willkommen zu einem neuen R-Test aus dem Scheunenviertel in Krem, aus dem menschenleeren Scheunenviertel. Und es wird ja jetzt weihnachtlich, oder es ist jetzt vorweihnachtlich. Und passend dazu gibt es auch wieder spezielle Dinge von Milka. Und in dem Fall Milka Schneewunder. Es ist eine Milchcreme mit knusprigen Schneestückchen. Wenn ich mich so umgucke, Schnee haben wir nicht. Deswegen gucken wir mal, ob das Schneewunder jedenfalls schokoladenmäßig hier machbar ist. Es ist eine Alpenmilchschokolade mit Milchcremefüllung und Keksstückchen. Drinnen ist Zucker, das verhasste, zu Recht verhasste Palmöl, Magermilchpulver, Kakaopulver, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Kakaomasse, Butter, Reinfett, Rapsöl, Emulgator, Sojalecithine, Glucose, Fructose-Sirup, Haselnussmasse, Speisesalz, Aroma, Backtriebmittel. Ja, kann andere Nüsse enthalten. Auch immer gut zu wissen. Ja, die Verpackung, also das sieht ja wirklich sehr winterlich aus. Ich muss jetzt nicht groß gucken mit Zucker und so. Ich meine, das ist Schokolade. Schokolade ist purer Zucker. Was ich ganz schön finde, ist diese Verpackung, die ja jetzt so ein bisschen anders ist. So eine frische Verpackung ist das jetzt. Und die lässt sich auch ganz gut öffnen, würde ich sagen. Ah, man muss schon sagen, Milka, das riecht wirklich gut. Und wenn ihr hier mal guckt, es sieht wirklich so ein bisschen schneemäßig aus. So, dann breche ich hier mal ein Stück ab. Ja, so sieht es von innen aus. So, dann wollen wir noch mal sehen. Es schmeckt so ein bisschen keksig innen. Ja, es ist ja auch mit knusprigen Keksstücken, Schneewunder. Ja, es ist halt so eine Milchcreme. Dann das Keks. Ist eine schöne Mischung. Also diese Milka-Schokolade mit dem Milch. Knuspert schön. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt irgendwie ein Schneewunder ist. Also ich würde es jetzt nicht mit Schnee in Verbindung bringen. Aber an sich eine schöne, leckere Sache. Und auch so ein bisschen, dass dieses Knusprige ist. Das gefällt mir gut. Also diese Mischung aus Schokolade und Keks und so ein bisschen Milchcreme. Mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Bis zum nächsten Mal.